Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin euch auf die Jagd nach dem Ticket und heute auf euer Spiel Zero City Last Bunker sieht das Survivor Game. Ich werde das Spiel mal Start im Vollbewusstsein machen und los geht es. Los geht es, los geht es. Go, go, go. So. Ich werde probieren die. Kein Sound. Ach, meine Boxen waren aus. So, okay. Erstmal hier alles einsammeln. Was hatte ich denn letztes Mal bei denen hier gemacht? Hatte ich gemacht, dass die hier besser wären? Auf 85, jawoll. Dann kann ich den reinsetzen. Und 1,5 Sterne. Einmal 5 Sterne. Okay. Erstmal die Beine reinsetzen. Wo kann ich den nächsten Bauarbeiter hinschicken? Bislang noch nirgends vor. Oh. 85. Naja. Hier sind ein paar Schätze. Video ansehen auch gut, aber mache ich nicht jetzt. Kann wahrscheinlich sein, dass ich bestimmt nachher wieder aus Versehen drauf drücke. Dann muss ich wieder ein bisschen bearbeiten. Also was heißt bearbeiten? Ich muss das rausschneiden, weil ich probiere ja immer die Spiele unbearbeitet zu lassen. Und ah, die sind fertig hier, ne? Jawohl. Dann sitzen wir. Na, machen wir es so. Ausbildung. 30, 30. Stefan und Chris. Er soll ersetzt werden durch. Der kann rein. Und jetzt. 30, 30, 30. Die kann rein. Niki. Okay. Gehen wir hier rein. Ausbildung. Küche. Das war bestimmt alle voll. Der muss rein. Kaserne. Bei Fehler. Die aus der Kaserne können wahrscheinlich nur kämpfen. Okay. Die sind auch fertig. Gehen nur bis 20, 20, 20. Okay. Schauen wir.
Ah, hier. Upsa. Und hier. Gleich sind hier nur meine ganzen Kämpfer drin. Die beiden sind auffällig. Nee. Ja doch, klar, hier 20. Mal gucken. Ja, waren alle 30, die letzten drei. Speisesaal und der letzte oder einer von den letzten zweien. Ah, es sind ja doch mehr. Waren doch nicht mehr, waren drei Stück. Der eine war nur schon auf dem Weg dahin. Wird auch noch angezeigt. Gut, und jetzt werden wir das so machen. Ich schaue, wo ein Krieger ist. Da ist einer. Den schieben wir nach unten. Und da ist noch einer. Stepan. Das ist auch einer. Das war's. Nein. Ah, hier ist doch nur einer. Einen brauche ich noch. Wo ist denn noch ein Krieger? Oder muss ich wieder einen neuen ausstatten? Krieger, Krieger, Krieger. Alles Krieger hier. 8 Stück. Ne, das sind alle wirklich. Ich habe hier nur 12 Krieger. Alle holen. Feuer. Nicht darauf. Freunde. Chicken. Alle verschicken hier. Okay, dann bauen wir uns mal den einen hier zurecht. Erstmal schon, was wir alles haben. Wir haben einen Nahkämpfer. Wir haben einen Chemiemann, einen Fernkämpfer und einen Nahkämpfer. Also zwei Nahkämpfer. Ein Chemiemann. Was für ein Chemiemann ist er? Stellt Leben wieder her. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen sie auch zu einer Chemiefrau, Chemikerin. Das kann sie nicht haben. Das kann sie nicht haben. Boah, die ist ja erst Stärke 40. Nein. Dann muss ich gucken, wo ein anderer ist. So, eine Schweinerei. Impfung. Ah, 40. Oh, und da sind zwei 60er mit dabei. Kann doch nicht sein. Muss jetzt alle durchklicken und suchen, ja. Ah. So ein Mist.
wird es anscheinend doch so sein. Dass die Schwächsten bei mir 60 sind. Ach, genau der kommt. Genau der Richtige. So, du wirst Chemiker. Wer bist du? Dieter. Dieter-3 heißt bei mir, ich mache mal Minus und ein Zahl hinter für die Sterne, die sie haben. Dann weiß ich mal genau, wie weit ich sie, wenn ich hier bin, oder wenn ich hier bin beim Ausbilden, dann weiß ich genau, wie viel Sterne sie haben. Weil da steht ja nie, wie viele Sterne sie haben, sondern nur immer der Name. So. Das wollte ich nur gesagt haben. Ah, Chemiker. Chemiker. So. Nein. 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 Okay, verursacht Schaden. Verursacht Schaden. Stellt her. Macht diese so alle rot, kann ich gar nicht nehmen. Schweinerei. Belebt. Nehmen wir den? Der ist sogar noch schön Brust. Nach einem schönen Anzug. Nehmen wir die. Jetzt die passende Uhr und Navi oder was das mal ist. Ah, nehmen wir einfach den. Und wollen nämlich nur den. Der Epische ist viel besser. Aber der Epische hat eigentlich nur Sachen für einen Nahkämpfer. Und nichts für einen Chemiker. Hier, Chemischern brauche ich. Dann nehmen wir doch den. Und das Navi oder Tablet, wie auch immer. Chemiewissen, das ist gut. Habe ich denn noch irgendwie solche Sondersachen? Nee. Schade. Okay, meine Truppe ist fertig, zusammengestellt. Mit der werde ich jetzt auf Jagd gehen. Erstmal schnell noch verarzten. Okay. Das Gute ist, auf dem Weg dorthin fängt er auch schon an, sich zu verarzten. Wir fangen an mit 5 Kämpfer suchen, die schlechter sind als ich. 432. Wie stark bin ich? Das werden wir gleich mal schauen. 548. Also ich bin um die 100 stärker als er. Super. Da geht die Schlacht los. Sieht gut für mich aus. Okay, damit kann man leben.
Nummer 1 von 5. Der war 509, ich bin 548, ist mir ein bisschen wenig Unterschied. Muss immer so 100.000 sein. Weil er ist meistens ein bisschen stärker wie dasteht, weil er hat hier noch hier ein Maschinengewehr, manchmal noch um einen Scharfschützen oder Fallen sind hier. Deswegen schaue ich immer Leute, die so 100 schwächer sind als ich. Gleich den nächsten, Nummer 4. Also Arena brauche ich heute nicht zu spielen, weil mit meinen Leuten habe ich sowieso, also ich habe eigentlich sowieso keine Chance. Oder gehe ich trotzdem rein? Nee. Ich glaube, ich brauche noch einen Kampf. 300. Der sieht doch gut aus. Okay. Dann schauen wir mal jetzt, wo wir... aber die Quest noch nicht fertig. Bahnhof muss ich auch noch machen. Ah, 4. Ich kann nicht zählen. Jetzt kommt erst der 5. Zu stark. Nächste Suche. Da. Oh, Italiener. Gut, jetzt haben wir die erste Quest fertig. Jetzt werden wir zur nächsten gehen, das ist der Bahnhof. Beginnt einen Raubzug, kostenlos. Alle besten, jetzt kann ich auch die Leute nehmen, die in der Weiterbildung sind, sag ich jetzt mal. Bestätigen und in Kampf gehen. Das, wir gehen in Kampf. Ach so,
jedes Mal was falsch. Normal fange ich mal mit den schlechtesten Kämpfer an. Obwohl, die sind ja nicht gerade sehr stark. Sind ja mit die Schwächsten. Das war die einfach drinne. Ich brauche nur 5, aber ich probiere so weit wie es geht zu laufen. Also ich muss nur den hier besiegen, dann werde ich fest fertig. Aber ich probiere natürlich weiterzukommen. Am besten mehr durch. Mensch, sind die aber stark. Jawohl. War ich schon die Hälfte? Ja. Jeremy war das. Und jetzt sind wir bei Luki. Alexander. Nice, nice. Die machen ja einen Durchmarsch hier, meine Leute. Jetzt mal schauen, wie sie gegen die nächsten. Wow. Wir sind gerade hier, müssen noch 5 Mal kämpfen. Los, haut sie um. Oh, einer ist down. Los, er lebt wieder.
Und er lebt auch wieder. Jawohl. So wird es gemacht. Oh nee. Die sind durch. Okay. Es kommt die nächsten 5. 1. 2. 3. 4. 5. Okay. Schauen wir, wie das ausgeht. Ich habe jetzt eine viel größere Heilpower, aber er ist down. Ich hoffe, er ist auch ein Heiler. Ansonsten werde ich nicht mehr weit kommen. Ach, er ist ein Wiederbeleber. Das ist doch schön. Oh, weia. Ich habe nur noch einen Kämpfer. Das heißt jetzt 4 gegen 5. Ich könnte mir jetzt das Video anschauen. Dann sind alle wieder belebt. Ja, ich stehe hier auch nochmal, wenn ich mir das Video anschaue, kann ich alle wiederbeleben. Ich kann es beenden, oder ich kann mir Söldner kaufen. Söldner kaufen sind auch teilweise sehr gute Kämpfer dabei. Aber umso besser, umso teurer sind sie. Und wer will schon gerne seine Coins für Söldner bezahlen, die nur 2 Kämpfe machen und dann weg sind? Ich nicht. So, deswegen, ich habe es beendet. Noch nicht beendet, ich bin nur erstmal rausgegangen. Aber ich werde es noch beenden. So, da. Nochmal drauf drücken. Und Belohnung abholen. Damit beende ich das. Zwei Strecken, wollte ich gerade sagen. 2 Kämpfe habe ich leider nicht geschafft. Aber es ist kein Problem. Dafür kriege ich immer so... Am Bahnhof bekomme ich Gegenstände, wenn ich hier sowas bauen möchte. Und solche Chips kriege ich immer. Dann kann ich dann die Chips verbessern. Diese hier. In anderen Spielen wird das wahrscheinlich Sockelstein heißen. Den besten einbauen. Haben wir gemacht. Haben wir noch was hier? Nee. Lager. Und Zubehör. Ja. Gut. Und hier sind auch so Sachen zum Verbessern der Chips. 2 habe ich schon auf Max. Da habe ich auch einen auf Max.
War schon ein paar auf Max. Das sind alles Sachen, die ich gar nicht angelegt habe, sehe ich gerade, ne? Weil hier unten steht, Günther hat an. Die. Alexander hat die. Schweinerei. Wow. Zu teuer. Und was auch sinnvoll ist, die blauen Gegenstände, diese hier, die blauen Gegenstände mal aufzuwerten, nicht die schlechteren. Blau oder lila oder orange. Ich habe hier ganz am Anfang auch die grün noch mit aufgelevelt. Ich glaube, das hier ist wahrscheinlich sogar ein grau. Ja, das ist ein grauer. Aber die bringen halt nicht so viel Stacks. Dann knall ich erstmal das Ganze hier rein. Wie viel Geld habe ich denn? Ah, da war es doch. Dreizehn, vierzehn. Da war's. Okay. Auf hier war's da. Okay. Ich bekomme eine Belohnung. Gut, dann haben wir das auch schon gemacht. Jetzt kommt dran. Lass mich mal überlegen. In den Tunnel können wir reingehen. Ich könnte jetzt, wenn ich mir das Video anschaue, immer 400 solche Dinger kaufen. Wenn ich mir das anschaue, bin ich sofort auf Level 39, meine letzte Stufe, wo ich war. Und mit diese Chips, die ich hier kriege, wo ich mir das Video anschauen kann, kann ich auch in den Geschäft etwas kaufen. Was ich immer ganz nice finde, ist, könnt ihr diese Coins kaufen. Dafür benutze ich sie auch mal überwiegend. So, gehen wir mal rein. Anklicken. Kämpfen. Ich glaube, dieses Event geht immer eine Woche und wenn es gestartet wird, gibt es so und so viele, warte mal, das steht irgendwo, es gibt die Medaillen, Erkennungsmarken, das sind die hier, womit man sich das Video anschauen kann, aber wenn die auf Null sind, ist das Turnier beendet,
Also. Es kann schon sein, dass nach zwei Tagen abgelaufen ist, weil so viele Leute gespielt haben und alle Marken weg sind. Aber es kann auch sein, dass es noch ein bisschen länger dauert. Worauf ich ja immer achte, ist hier drin, dass ich die Truhen mitnehme. Weil die kannst du einmal mitnehmen. Das ist jetzt Level 6. Ich greife jetzt mal Level 6 an. Geht hier eigentlich ziemlich schnell, da ich ja ein bisschen stärker bin wie der Gegner. Und der Boss. Oh, 6 Stück. Einer da. Gut. Darf ich jetzt die Truhe? Ich kann jetzt mal eine Truhe aufmachen, dann können wir schauen, was da drin ist. Könnt das selber entscheiden, ob sich das lohnt oder nicht. Truhe. Da ist die. Eine Tunnelkiste. Öffnen. Das war jetzt das, was ich in der Tunnelkiste, oder was ich aus der Tunnelkiste bekommen habe. Ich finde es mal sehr wichtig. Ich bin allein hier immer Geld essen und so weiter und so fort. Die kann man immer gebrauchen. Also wenn das ist, immer den Tunnel spielen. Probieren alle Kisten, soweit ihr kommt, abzuholen. Wenn ihr jetzt die Belohnungen sammelt, ist auch gut. Aber wenn man noch so schwach ist wie ich, dauert das eine Ewigkeit. Und welches war? Weil ich glaube, am Ende kriege ich da 20, bisschen, oder 30? 30 war das, glaube ich. Für einen Kampf. Ich weiß nicht, wie weit das nach oben noch geht. Ich kann da ja mal auch ein bisschen hoch scrollen. Und die kriegen auf jeden Fall viel, viel mehr. Jetzt werde ich mal kurz in den Tunnel reingehen, um zu schauen, wie weit es ungefähr nach oben geht. Okay, Feuer. Erstmal Feuer löschen. Tunnel, da bist du. Und schauen wir mal. Guck mal, wir kriegen hier jetzt schon 88. Und das war bei Level 38. Ich komme bis 39 immer. Bis Level 80 geht das. Und da kriegen sie 500. Ich komme immer bis Level 39 ungefähr. Das war hier. Das sind 92. Aber den besiege ich ja nicht.
Also schaffe ich das mal bis dahin. Und hier steht auch, wie oft die Stufe schon abgeschlossen worden ist. 14.000 Mal, 14.000 Mal, 14.000 Mal. Über da, wo die Kisten abgeschlossen sind. 14.000 Mal. Ah, dann nur 12.000, 12.400. Die sind anscheinend sehr schwer. Und wenn du mit einmal 500 hast, dann kannst du deine so gut ausrüsten, kriegst so coole Sachen. Aber um da erstmal hinzukommen, ach, ist doch eine Ewigkeit. Dann bräuchte ich auch noch 5 Leute, die 5 Sterne haben. Oder 6 Leute. Oder 7. Je nachdem, mit wie vielen Leuten du kämpfst. Ich habe nur einen einzigen. Und wenn ich mir einen Stern dazu kaufe, kostet es 2000. Ich habe 2000. Wollen wir den kaufen? Ach komm, machen wir. Zack. Jetzt habe ich 2. Uwe und Nicole. Gut. Kein Event. Letztes Mal hatte man noch ein Event gehabt. Ist jetzt aus. Ich würde sagen, das war es dann auch schon für heute. Oh, Bunker. Bunker habe ich vergessen. Einmal teilnehmen, 1000 Bunker. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, weil wir nehmen einen zufälligen, weil ich brauche noch, was war das? 4 Freunde brauche ich noch. Na gut, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Wir warten. Ich habe es nur weggeixt, ich habe es nicht abgebrochen. Wenn es abbrechen will, muss man da drauf drücken. Also er sucht jetzt immer noch. Ich kriege gleich eine Nachricht. Hallo, der so und so ist hier und möchte mit mir kämpfen. Oder ein Freund so und so wartet auf dich im Bunker. Was machen wir jetzt so lange? Ich öffne mal diese Truhe. Ressourcentruhe. Ich brauche Ressourcen. Ich muss meinen Bauarbeiter losschicken. Ah. Dann habe ich hier noch für Nahrung. Das ist drinne. 450, 490 und 600.000. Futter. Kann ich nicht gebrauchen. Okay. Ich könnte erstmal schauen, ob ich jetzt meinen Arbeiter losschicken kann. Ach, ich habe nur 80.000 Gold. Ich denke nicht. Was habe ich denn hier alles schon erforscht? Womit ich kämpfen kann, die Sachen, die sind noch alle voll, habe ich nichts benutzt. Benutze ich auch immer selten. Geräte. Mal das. Gegenstand fertigen. Was nimmt man jetzt? Nahkämpfer. Keine Mats für grünen Gegenstand. Ich würde gerne einen epischen herstellen, aber geht nichts. Ich kann auch nicht mal einen blauen herstellen. Mist. Gut. Dann war es das auch schon. Keiner im Bunker?
warte noch 2 Minuten. Ansonsten war es das für heute. Hier in der Arena kann man auch schön in den Shop. Da gibt es immer sehr gute Sachen in den Shop. Teilnahme. Da ist der Laden. Ich habe noch 17.000. Ich könnte mir den Aktenkoffer holen. Kann ich allerdings nicht benutzen, weil ich noch keinen habe, der Stärke 75 ist. Meine stärksten sind Level 70. 90, 100. Nett. 75, 90 auch nicht. 90, 100 auch nicht. Ich bin zu weit hoch in der Rankingliste, dass ich mir Sachen kaufen kann. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Eine Minute hast du noch. Boah, gerade noch ein Tunnel. Ich schwöre, es lang ein Tunnel weiter. Hier ist noch eine Kiste. Angriff. Los, lauf durch. Kann auch sein, dass jetzt gerade keiner den Bunker spielen möchte. Ich habe das Gefühl manchmal, dass das Spiel nicht mehr so viele Leute spielen. Es spielen zwar noch Leute das Spiel, aber wie gesagt, ich vermute nicht mehr ganz so viel. Zumindest nicht ganz so viel in meinem Levelbereich. Entweder spielen ganz starke, die ganz oben dabei sind, spielen ganz viele Leute, oder Neuanfänger. Also die Leute in meinem Levelbereich. Ich denke mal, für den dauert das Spiel dann zu lange, so wie für mich auch. Also ich spiele das ja auch nur jetzt, weil das ein Tagesziel ist von mir. Schon fertig? Maximal 30. Ach, die sind Level 1. Ich bin nur ein Horst. Das geht doch dann gar nicht höher wie 20. Mensch, Stefan, was machst du da? Also, das hier ist... Die Frau ist Chemikerin. Die wollen wir zu ihrem Freundin wieder schicken. Der Mann ist Koch. Der möchte bestimmt wieder kochen. Und der ist noch gar nichts. Was brauche ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind auch da. 1, 2, 3, 4. Stahl. Brauche ich Stahl? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch voll. Stahl oder Essen? Das ist hier die Frage. Lieber einen Stahl reinschicken. Schauen wir, ob wir völlig in Anzug haben. Stahl. Oh, genau. Stahl. Und das ist... Nein. Schön. Dann haben wir noch das hier für Stahl.
Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Anlegen. Der ist aber schwach in Stahl. Naja, was soll's. Er ist jetzt Stahlarbeiter. Gießerei. Er arbeitet in der Gießerei. Hier mein Holzwurm. Ohne Holzwurmklamotten. Holzwurm. Ist das hier deins? Ja, aber ist zu stark für dich. Zu gut. Da, anlegen. Holzwurm. Holzwurm, anlegen. Und hier von auch noch Holzwurm. Und so ein Computerdings braucht er noch. Gut, gut, gut. Ausgerüstet, ausgerüstet, ausgerüstet. Koch, die Frau nicht. Wenn du kochen willst, dann zieh dir auch deine Kochsachen an. Koch war ganz unten irgendwo. Na, da ist es auch schon. Okay. Kriegst du das? Ein schönen Kittel auch noch. Oder 55? Ne, der ist besser. Und dann noch das Werkzeug für den Koch. Habe ich nichts? Ah doch, hier. Alles voll. Und ich finde das nicht. Ha! Eine Uhr. Damit du mal weißt, wann du drehen musst. Und ein Funkgerät. Oder Navi. Oder Handy. Oh, ich glaube Handy, ja. Uhr und Handy sind das immer. Gut. Hier haben wir noch zwei Leute, die wir auch noch ankleiden müssen. Jimmy. Hier ist Jimmy. Der blaue? Ne, ist so groß. Sind zwei Leute, dann nehme ich erstmal das hier. Dann weiß ich gleich bei den Grünen. Okay. Und hier. Da ist ein Tablet. Tablet. Laptop eher. Gut. Gehen wir zum letzten. Chemie. Suchen wir wieder das raus. Das war der eine hier. Anlegen. Gut. Und hier nochmal ganz oben die grauen Sachen. Ach, das ist besser, der grüne. Graue Sachen kann man nur wegschmeißen. Der grüne ist 27, der graue war 30. Verrückt, aber wahr. Und hier noch. Ah, aus Versehen weggedrückt. Mal den und die Armbanduhr. Wie sieht es mit der aus? Und die Graue ist besser jetzt.
5 Level Unterschied und gerade mal ein bisschen besser. Und das. Fertig. Ich schaue nochmal im Bunker nach, ob da einer ist. Ne, dann brechen wir jetzt ab. Und ich würde sagen, also der Bunker, im Bunker die Sachen, die brauchst du für den hier. Dann kannst du den hier ausbilden. Dann kriegst du diese Marken und für die Marken kannst du dann hier Sachen kaufen, dass das stärker wird. Ne? Gut. Gut, das war's denn für heute. Video beenden. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.